Im heurigen Jahr konnte die Turn- und Sportunion St. Oswald den Herbstmeistertitel erringen. Wir sind am Beginn unserer Meisterschaft im Spiel gegen den Absteiger aus der zweiten Klasse Union Sarlensbach. Wir konnten das Spiel lange Zeit offen halten. Den Gastgebern gelang es, mit 1:0 in Führung zu gehen. Die Oswalder Spieler konnten das Steuer herumreißen und glichen durch Wagner Franz kurz vor Schluss zum 1:1 aus. Blasen kommst du nie ans Ziel.
Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat auf lauter Flur vor ein Männlein um. Der anschließenden Feier gibt Bürgermeister Paul Raab in einem Interview seine Freude über den Herbstmeistertitel zum Ausdruck. Aus technischen Gründen kann die Interviews leider nicht gehört werden. Obmann Karl Zierlinger bedankt sich bei der gesamten Mannschaft und hebt die Kameradschaft und die Fairness besonders hervor. Vater und Kapitän der Mannschaft Dr. Franz Gumpenberger betont in seinem Interview, der Sieg ist auf den Einsatz aller Spieler und nicht auf den Einzelnen zurückzuführen. Und Freude,